zwei Moin, Freunde. Das machen wir gleich nochmal. Moin, Moin. Was ist denn das? ich würde mal sagen, da der Enrico heute nicht da ist. Moin, Moin. Herzlich willkommen bei der neuen Folge der Autogesellschaft. Folge Nummer 5800, wo wir Fahrzeuge halt abholen. Wir haben halt auch eine mächtige Tour vor uns. 1000 und ein paar zerquetschte sein Kilometer. 1250. In dem Dreh. Also wir werden auf jeden Fall spät in der Nacht wiederkommen. Wir verbringen ein Auto zu einem Kunden und holen, glaube ich, insgesamt drei ab. Welche drei das sind, ich würde sagen, das zeigen wir mal später. Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit dem 118D. Schon vorbereitet, vorbildlich vom Julian, Kennzeichen sind dran, Auto gestern noch aufbereitet, wir haben unsere Sachen schon eingeladen. Das wunderschöne Auto habe ich mal in dem Zuge eines Verkaufs in Zahlung genommen. Ja, und jetzt verlässt er uns schon wieder. Mal schauen, wie wir so durchkommen, wie der Verkehr jetzt so ist. Ich würde sagen, wir melden uns später nochmal. Bis dann. Alter, haben wir wieder ein Glück. Schlüssel dabei? Also Leute, wir dachten gerade, dass wir Schlüssel zu Hause vergessen haben. Wir sind jetzt Höhe Hof. Das wäre natürlich super kaum. Enrico, um kurz vor 7 anzurufen, dass er uns mal mit den Schlüssel bringt. Das kannst du keinem erzählen. Aber sonst wäre das Ding geil, ne? Ja. Also ich konnte ja ein 1.18 mit 165.000 Kilometern runter. Wahnsinnig geiler Zustand. Also ich würde sagen, selten erlebt ein Auto in so einem Zustand mit so einem Kilometerstand. Ja, wir gehen jetzt mal unser Stammlokal. Stammlokal frühstücken und dann geht's gestärkt weiter zum Auto, wo wir den abgeben und einen T6 mitnehmen. Mhm. Ja. Also erstmal frühstücken, dann geht's weiter. Das? Das hatte ich ja vorhin auch. Egal, warte. Warte, ich komm wieder. Here we go again. Da gehen nochmal liebe Grüße an die GEMA raus. Der Blindner, wir sind angekommen an unserem Ziel. Jetzt nehmen wir hier einen T6 mit. Der steht noch in der Garage, den werden wir uns dann gleich mal begutachten. Der Einsatz einwandfrei durchgehalten, oder Billy? Ja. Das ist dein nächster, dein neuer nach deinem Golf? Ne, ich denke nicht. Ist der Dominik auch hier? Nee, aber wir machen jetzt mal Übergabe. Schauen uns mal einen T6 an und dann vielleicht holen wir euch noch mal mit dazu. Aber die Garage, die ist um den VW-Bus rum zugebaut, weil ich halt auch relativ viel so geschraubt habe, ja. Früher zumindest mal, und auch mit Autopolieren so ein bisschen was zu tun habe. Ja. Und sonst bist du mit dem Rad unterwegs, hatte ich jetzt zumindest aus dem Verlauf. Ja, es ist seit Corona ist ein bisschen weniger geworden, aber ich fahre halt hauptsächlich jetzt nur noch ins Geschäft. Aber das reicht dann, wenn ich 60 Kilometer jeden Tag dann habe und so 4-5 Mal fahre in der Woche, dann kommt da schon ein bisschen was zusammen und man bleibt auch so fit. Okay, ich fahre raus. Gerne, dann schauen wir uns den mal an. Ja, das, was ich hatte, war hier. Ja. Habe ich so einen. Ich weiß nicht, ob der Holm das dann das lackieren will. Und dann einmal hier. Da habe ich mal, bin ich mal relativ knapp an dem Randstein geparkt und habe mich nur auf die Felgen konzentriert. Und dieses Drecksverkehrsschild, das war genau in der Höhe. Scheiße. Und plötzlich macht es Ratsch und da war halt das Licht war kaputt. Das, habe ich gewechselt. Ich habe das alte auch da, aber ich denke, das wollt ihr wahrscheinlich nicht mitnehmen. Und dann habe ich das hier bloß mit dem Lackstift und ich dachte, okay, mache ich auch irgendwann mal selber, weil das kann man ja zum Lackieren, kann man es wegbauen. Ja, genau. Und das sind so die zwei Sachen, ansonsten. Das hat so mit Enrico ja auch so weit besprochen. Genau, da habe ich Bilder gemacht, das mit der Stoßstange ist halt schlecht zu sehen. Aber wir haben schon gesagt, wunderschöne Gegend hier, also. Ja, man kann sich nicht beklagen. Nee. Wenn du es eben haben willst, musst du halt, darfst du halt nur Richtung Stuttgart fahren. Ansonsten, Schwäbische Alb ist, gut, Sächsische Schweiz ist ja auch okay. Wunderschön, aber uns ist ja trotzdem, du hast
sehr viel Stadt, selbst bis in die Sächsische Schweiz ist so viel los. Und das verläuft sich hier so wahnsinnig schön. Ja. Also mega. Ja, ja. Hier ist noch die Welt in Ordnung, muss man echt sagen. Ja, halt. Das hier passt noch, also wirklich cool. Wollen wir mal Lack mal so und dann gehen wir mal rum. Ich stehe jetzt im Lack. Ja, die Felgen habe ich. Bis dato noch. Mit Spraydose lackiert, aber frei. Was habe ich da gehört, eine Spraydose? Ja, ja, das habe ich. Ja, du hast solche Matt-Lack-Spraydosen. Ich nehme an, das war so ein Matt-Lack. Das ist Seidenmatt. No? Weil matt wollte ich jetzt mal auch nicht. Ich dachte, komm, einen kleinen Ticken glänzend. Ich habe meine Winterfelgen, die habe ich in matt. Und jetzt habe ich gedacht, okay, ich kaufe mal Seidenmatt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, komm, ich probiere das mal selber. Wenn es nichts ist, hätte ich es machen lassen dann, Pulver beschichten. Aber da das jetzt auch gehalten hat, klar, aber auf der anderen Seite hat man, glaube ich, bei einer Felge, da platzt es ein bisschen ab. Ich habe das halt angeschliffen, ich habe Karosserie überhaupt gelernt. Mhm. Und von dem her kenne ich mich da schon ein kleines bisschen noch aus und ist nicht ganz fremd. Klar, man so perfekt wie ein Lackierer kriegt man es da nicht hin. Obwohl da auch manchmal was schief geht. Aber so bin ich zufrieden. Das ist jetzt schon relativ gut geworden. Ist jetzt seit ich habe es, glaube ich, im ersten Dreivierteljahr gemacht, wo ich den habe. Also fast 4 Jahre ist jetzt drauf. Mhm. Und passt. Ich bin ein blöder Hund. Ich habe meinen Hausschlüssel oben gelassen, weil ich jetzt den... Ausgesperrt, dank DAG. Also wer sich mal aussperren will, meldet sich bei uns. Dann kommen wir vorbei. Dann kommen wir vorbei. Und jetzt gibt es lecker Magnum-Eis. Das ist natürlich... Du bist direkt zugeschlagen. Ne? Ja, nur wenn das angeboten wird. Also das wäre wahrscheinlich auch frech, das jetzt abzulehnen. Nee, also... Alles frei. Frei. Gibt's gar nichts. Ich hatte mal kurz vorhin so diesen... Gedanken, wenn du Tür misst, ja. Sind das 102, warum auch immer. Okay. Wenn der Seitenteil 140, 139 bis 127 hat. Das gleiche aber hier genau das identische. Die werden bestimmt davor lackiert werden oder separat, die werden dann erst eingebaut werden. Also das wird ein anderer Arbeitsprozess sein, gehe ich mal schwer von aus. Warum das dann hier so einen von 109 Mü? Ja, komplett identisch. Ich muss mal gar nicht reingeguckt, ich muss mal kurz reingucken. Ja. Mega sauber. Also, ja. Aufbereitet einfach. Ist mega. Sind nicht elektrisch, mit Absicht nicht. Er hat es davor elektrisch, hat er gesagt. Aber weil genau viele, so wie jetzt, also gut, du dachtest wahrscheinlich, es ist elektrisch. Es gibt halt viele, die machen die elektrisch auf und ziehen sie hinter gegen den Motor. Und da ist ihm anscheinend in der Vorgeschichte mit dem Vorgängerauto das halt kaputt gegangen und deswegen hat er diesmal ohne bestellt. Ja, ist natürlich alles ein Für und Wider. Vielen Dank dir. Dankeschön. Mein Schreibpapier auch. Mhm. Hast du wieder mehr Kapazität? Ein Zusammenspiel. Wahnsinn. Das würden wir seit mehreren Jahren gemeinsam schon tun. Ein Traum. Ich wollte gerade sagen, du kannst auch mal dein neues Auto an die Hand schauen. Ich bin noch nie BMW gefahren. Selbst wenn man sich die Fahrzeugschlüsselsumme anschaut, da haben wir schon bei den BMWs ganz schnell durch den Softlack. Hast du das auf den Lenkrädern oder Mittelkonsole? Mhm. Wie schnell das abgegriffen ist? Okay. Gar nichts. Also, na gut, die hohe Kilometerleistung, das kommt ja auch immer drauf an. Was sind das für Kilometer? Bei mir ist ja auch, ich fahre halt hauptsächlich ins Geschäft. Dadurch fahre ich halt 30 Kilometer hin, steige einmal ein, einmal aus und auf die 30 Kilometer nicht 10 Mal oder so. Nee, klar, man sieht es halt schon an den Sitzwangen. Du rutschst halt immer da so ein bisschen drüber, weil du stellst dich nicht da drauf. Einstieg natürlich. Bei meinem anderen, ich hatte vorher einen T5, den habe ich ein Gewindefahrwerk reingebaut und da war das, da bist du, du stehst. Das war eine und Höhe, du bist praktisch rein. Und da war das viel besser. Und bei dem dachte ich, boah, das ist aber irgendwann, wenn du den 10 Jahre fährst, ist das Ding durch. Kannst hier. Ja, neu. Ja, das haben wir häufig bei den Ford Rangern. Die sind alle genauso auf der Höhe und dann haben die noch eine sportlichere Sitzwange. Mhm. Die kannst du schon mit 20.000 Kilometern. Ist schon Ende, da reisen die auf. Ja. Ja, ich hab schon mal versucht, wenn ich drin sitze. Beim Einstein geht's noch. Aber dann dachte ich mal, okay, stellst dich hier so drauf. Aber das machst du einmal und dann die nächsten 5000 Mal wieder nicht. Genau. Aber mega sauber, also. So im Großen und Ganzen sah er eigentlich immer so aus. Aber im Winter, weil ich mag es selber nicht, wenn ich in so ein verstaubtes Auto einsteige, das knickt mir dann immer irgendwie. Kannst du dir gar nicht vorstellen, wenn wir manchmal V-Klassen, du hast ja auch neu, da bist du ganz schnell mal irgendwo 70, 80, 90. Mhm.
kriegst du Farbflaschen aus einer ersten Hand. Die sehen aus, als hätten die jetzt mal in Anführungsstrichen schon 100.000 hinter sich. Mm. Da sehen die Sitze aus. Da wird gar nicht drauf Acht gegeben, wo man sich dann, wir kaufen es zu und dann wunderst dich, wo du sagst, das kann doch eigentlich nicht sein. Ich habe natürlich auch, weil ich habe früher, bin ich so ein bisschen Hobbyrennen mitgefahren. Hm? Und ich habe extra einen VW-Bus genommen, weil da kannst du halt das Fahrrad, ich habe den einen Sitz hatte ich immer ausgebaut. Ja. Und da kannst du halt das Fahrrad durchschieben. Ja. Und klar, da bist du halt mal vielleicht hier so ein bisschen angeeckt, aber ich habe schon immer gepolstert mit Decken und Dingen, das ist klar, aber es bleibt nicht aus. Ja. Und weil ich habe mir damals auch die V-Klasse angeschaut, aber die ist mir zu schmal und die Sitze sind einfach scheiße. Wenn du da länger drin sitzt, dann habe ich gedacht, okay, da musst du so viel Kompromisse, dann kaufst du halt doch wieder einen VW-Bus. Ansonsten gefallen optisch, fällt mir die V-Klasse eigentlich besser. Glaube ich. Die sieht halt nochmal ein Tick sportlicher aus. Genau. Ja, doch, nur mal gerade Mitte 20 so. Du siehst ja fit aus, von daher hat das gut gepasst. Ja, 55 wäre jetzt den Monat. Ost gehen, ich komme ja auch aus dem Osten. Naja, sag ich auch, das funktioniert. So weit weg von euch. Ich glaube, man ist halt doch durch das Kraftwerk so, diesen Ruß, was die in der Nacht losgelassen haben, hat es doch so ein bisschen konserviert oder so. Einmal irgendwie hat es was. Mhm. Glaube ich. Cool. Super beschriebenes Fahrzeug. Wollt ihr fahren? Gleich mal, bloß ein Stück, genau. Ja. Wir haben schon häufig schon erlebt, wenn wir angekommen sind mal, dass dann schon viele Dinge nicht gepasst haben. Nee. Er hat natürlich irgendwo so klitzekleine mal irgendwo Steinschlägle oder so, aber die habe ich jetzt nicht aufgenommen. Das ist, du kannst ja auch nicht unsichtbar mit dem Teil unterwegs sein oder fliegen. Ne? Das passiert halt auch mal. Aber so das, was nicht normal ist, irgendwelche Kratzer, das muss halt rein. Ja. Und guck, Spiegel sind alle noch, trotzdem, dass hier so eng ist, noch nicht ein Kratzer. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, die letzten zweimal, also heute früh habe ich nochmal schön vorne eine Scheibe geputzt. Mhm. Und ich habe so gezittert beim Raus- und Reinfallen, dachte, hey, nicht, dass jetzt noch irgendwas ist. Das letzten echt Moment nochmal. Dramatisch, ja. Soll ich mal ehrlich was sagen? Ich wusste, dass das ein Ostdeutscher ist. Ohne Scheiß jetzt. Das ist jedes Mal das Gleiche. Humor, sympathisch. Kommt mit einem Eis an oder einem kühlen Getränk, ist meistens so. Und sagt dann, ja, ich bin gebürtiger Ossi. Es ist immer das Gleiche. Kannst du immer von ausgehen? Versüß lustig. Ich glaube, wir haben selten so sauberes, geputztes Auto irgendwie angeschaut. Ne? Vor allem auch gut gepflegt und halt. Mega. Eine übelst schöne Zusammenstellung auf jeden Fall. Gefällt mir auch. Vor allem die Sitze sind, finde ich, mega. Ja. Jetzt werden wir mal schnell alle Knöpfe durchprobieren. Die Sitzheizung. Wenn auf der Arschgrill geht. Aber auch die mit Soundsystem und allem. Das Ding ist gefühlt echt voll. Din Audio. ACC. Wahrscheinlich ist der voll. Standheizung. Einfach bis auf die elektrischen Schiebetüren. Und wobei ich das aber mit der Begründung finde ich es nicht schlecht. Ja, ja. Ich kann mir echt vorstellen, dass es nervt, wenn du irgendwie Leute abholst oder so. Und alle reißen da an. Ja. Brauchen wir jetzt nie ewig Zeit verlieren. Das ist hier eine ganz einfache Nummer. Der fährt genauso wie er aussieht. Genau. Ja, ich meine 49.000. Ja. Und hat er selber gesagt, hat sich das auch um das Auto gekümmert, er hat es aufbereitet selber. Ja, glaube ich ihm auf jeden Fall auch zu 100%. Hier steckt viel Liebe drin. Ja. Deswegen brauchen wir uns hier nicht unnötig lange aufhalten. Fahr mal zurück. Das ging wirklich wahnsinnig schnell jetzt. Mhm. Dass wir das Auto noch schnell fertig TÜV mit neu gemacht. Habt ihr neu gemacht? Ja. Oha, gut. Ja. Ja. Der hat einmal Nigelnagel neu TÜV noch bekommen. Stark. Fast jetzt bis August 2024. Ja gut, da muss ich mich da nicht drum kümmern, weil das war November 2022. Brauchst du dich erstmal nicht mehr drum kümmern. Sollen wir die Kennzeichen dir zurückschicken? Nee, ich glaube, das rentiert sich nicht, weil wenn du 7 Euro für einen Versand zahlst und ich habe jetzt gestern geguckt, das kostet mich 17 Euro online, wenn ich sie bestelle, wegen den 10 Euro, dann müsst ihr auf die Arbeit könnt ihr dann verzichten. Und, das ist ein Wort. Da muss der Julian die nie verpacken. Ja, nee, passt schon. Ich scheiß drauf. Bist du zu fähig? Ich brauche auch gar nicht fahren, denke ich. Ich lasse mich da überraschen. Ich tüftel ganz gerne mal. Ich bin so ein Typ, ich probiere alles aus, erstmal ohne Betriebsanleitung. Und mal gucken, ob ich das überhaupt zum Starten kriege, nachher das Raumschiff hier. Ist dasselbe Spiel wie bei dir. Nee, ich verzichte auf eine Probefahrt. Dafür bin ich jetzt auch viel zu aufgeregt, um da irgendwie vernünftig da ranzugehen. Das passt schon, ihr seid hergefahren. Ich vertraue euch da blind. Also wir waren, habe ich ja gerade auch schon erzählt, wir waren vorhin auch auf der Raststätte. So baff vom Zustand vom Auto. Ja, also doch.
Wirklich poliert mega. Habt das ja wahrscheinlich oder zumindest so ein bisschen aufbereitet. Ja, zumindest gereinigt, so sieht's aus, innen wie außen. Ja, kann man nicht meckern. Ich bin völlig zufrieden. So soll es sein. Das freut uns sehr. Gehen wir hoch. Ich gebe dir schon mal von deinem neuen Auto die Schlüssel. Genau. Mhm. Wir gehen nochmal hoch. Ja. Wir laden dabei unter hier noch nicht. Okay, ihr könnt dann aber auch, ihr könnt auch hochkommen, wenn ihr wollt. Ja. Außer ihr sagt, hey, bei so fremden alten Leuten wollen wir nicht. Haben wir vorhin gerade geklärt, dass du noch komplett fit im Vorder stehst. Ja. Und? Hast du gejobbt? Was hast du hier weg? Ein wunderschönes Auto, oder? Pflegezustand? Ja, sehr, sehr geil und fährt halt wie ein PKW, so gefühlt. Ja, nein. Also, das haben sie schon raus. Und die Ausstattung ist halt extrem geil, ne? Du hast hier halt alles. Pflegezustand echt krass und ich finde die Sitze übelst geil, ne? Ja, ich mein, ich muss auch gerade sagen. Mega, wie man, und dann die zwei Armlehnen so, da sitzt du komplett gut. Willi, was sagst du, Resümee zu dem Auto? Wie oft denn noch? Ne, aber können wir kurz ernsthaft drüber reden? Das ist echt ein übelst cooler Kunde war so. Echt übelst entspannt so. Ja, also mega. Also besser kann so eine Abwicklung eigentlich nicht laufen. Man muss ja trotzdem sagen, ich glaube, die meisten sind entspannt, die wir bisher so treffen. Mir ist gerade noch irgendwas echt Wichtiges eingefallen. Ach genau, ich finde es immer wieder geil, wenn wir in diesen Wohnungen sitzen. So. Ja. Diese Vorstellung, dass da so die Videos laufen, dass wir so gucken und so. Ja, das stimmt. Ich finde das irgendwie krass. Und wie weitläufig das ist. Ja. Also die Vorstellung, über welche Ecken das dann so kommt manchmal. Ich finde das ist sehr geil. Ja. Ich mag das rauszufahren und zu sehen, wer das so guckt und so. Ja. Im Prinzip sind wir ja näher Dresden. Ja, wir sind näher. Also Rico würde sagen, wir sind... Wir können jetzt noch nach Bremen kurz hoch und Auto mit anschauen. Wir sind ja einmal unterwegs. Dann würde ich sagen, wir fahren mal zum nächsten Spot. Willst du dich noch mal kurz verabschieden, Julian? Tschüss, bis gleich. Bis backen lang. Bis So, jetzt sind wir an unserem zweiten Spot angekommen. Wie wir sehen, ein wunderschönes Cabrio BMW M4. Genau, also ich will kurz dazu noch mal was erläutern zu dem BMW M4 Cabriolet. Das Auto wurde mir angeboten über die Community mit der Maßgabe, dass das ein US-Import ist, der quasi repariert wurde. Da bin ich ja, wenn es jetzt ein Unfall war oder irgendwie sonst was, bin ich raus, kaufe ich nicht mehr. Haben wir vor Jahren ab und zu noch gemacht, es gab aber immer nur Stress, wirklich immer nur Stress. Da habe ich gesagt, weißt du was, meine ich mehr. Und es gibt halt sehr, sehr viele M4, M3 aus Amerika am Markt und noch andere Fahrzeuge, völlig unbestritten. Und die meisten sind verunfallt, aber eben nicht alle. Manche hatten einen Flutschaden. Flutschaden kann sein, das Ding stand bis zur Radnabel im Wasser. Kann aber auch sein, das Ding stand komplett bis unter das Dach. Es kann aber auch eben sein, dass es einfach ein Vandalismusschaden war, ein Diebstahlschaden. Es gibt auch noch ein paar andere Sachen, so wie Unterschlagung und so ein Zeug. Da bin ich mir auch nicht 100% sicher. Da ist dann meistens auch bloß ein Schlüssel beim Auto dabei und so weiter und so fort. Aber in dem Fall war es ein Vandalismus. Das finde ich eigentlich nie uninteressant, weil Vandalismus, ja gut, kann halt sein. Und das Spannende war jetzt, der wurde eben nicht in Amerika repariert. Sondern der ist so, wie er war, mit den ganzen Kratzern und Dellen, die er hatte, nach Deutschland gekommen. Und wurde dann hier in Deutschland gerichtet. Und da gab es halt noch Bilder und Nachweise, wo ich halt gesagt habe, okay, damit kann ich leben, weil das kann ich verkaufen, das kriege ich verkommuniziert, plausibel. Das Carfax wies natürlich auch selbiges auf, dass dort eben ein Vandalismusschaden war und die Kilometer passten auch. Und da habe ich gesagt, na gut, okay, Preis war fair. Muss man einfach so sagen. Optisch sah das Ding ja geil aus, ne? Dieses Perlmuttweiß mit dem roten Leder. Optisch einfach eine Granate. Dann sind wir da hingeturnt, die Jungs da hingeturnt und habe ich das Ding angeschaut. Dann war die Karre auf Winterreifen komplett. Da habe ich ja gesagt, naja gut, das war eben jetzt für uns jetzt nie bekannt und stopp noch ein, zwei andere Kleinigkeiten waren es, aber nie weiter dramatisch, ne? Dass das jetzt keine BMW-Lackierung gewesen ist, das war zu erwarten, dass das auf schmale Tüte irgendwo bei irgendeinem lackiert wurde. Whatever. So, dann war man sich handelseinig und dann hieß es, so, überweis mal. Ich sage, jo, mach ich. Habe mich am Rechner gesetzt und wollte überweisen und natürlich ging die Echtzeitüberweisung wieder mal nicht. Vom Sparkasse zu Sparkassekunde ging einfach nicht. Überweisen normal ja, aber nicht als Echtzeit. Dann habe ich gesagt, jo, geht aber nicht per Echtzeit, möchte er den Brief behalten und den Zwittschlüssel und schickt uns das danach, wenn die Kohle eingegangen ist. Haben die abgelehnt, haben die gesagt, nee, ist nicht. Schwierig, weil das ist echt auch weit weg, über 1000 Kilometer hin und zurück. Wo ich gesagt habe, du Alter, jetzt abfahren, nochmal hinfahren, wiederholen, sehe ich jetzt eigentlich irgendwie ohne. Und da war das ein bisschen kibbelig. Und dann haben wir uns dann dafür entschieden, dass wir das Ding später mal abholen. Und so sind die Jungs dann auch abgefahren. Der Tom und der Julian haben das einfach auf der Rückfahrt nochmal sacken lassen, das Ganze. Und haben dann eben am nächsten Tag zu mir gesagt, dass sie das Auto lieber nie kaufen würden, weil sie das den Eindruck haben, dass das Bauchgefühl einfach nicht passt.
Ja, man ist halt sehr gebrannt, ne? Ja, ja. Und du bist halt ohne wenig Geld. Bist du immer noch anders drauf, das stimmt schon, wie du sagst. Da bist du, denkst erstmal geile Farbe, geiles Leder, ja. Ja. Geil, geil. Ja. Aber wenn du dann zurückfährst und nochmal alles Revue passieren lässt, so. Ja, das ist das typische Zelt so in der Hose, was man immer so ein bisschen aufschlägt. Kannst du erzählen, was du willst? Das passiert mir auch hin und wieder noch. Ab und zu zuckt die Nudel noch. Dann ist man eben runter von der alten. So sage ich das immer, so nenne ich das immer, ja. Und dann kriegt man wieder klare Bilder. Und denkst du, Moment, was hast du jetzt eigentlich gerade gemacht? Das ist menschlich, das passiert jedem. Da kann er Profi sein, wie er will, aber es gibt Belange und Bereiche für einen jeden, wo sein Schwachpunkt ist, wo du einfach einen Fehler machst. Ja, also ich will den sehen, der fehlerfrei durchs Leben geht, dann gerne bin ich dann Schüler. Bin ich gerne dein Schattenluft hinterher und will alles von dir wissen. Und da haben dann die Jungs eben mir gesagt, dass sie das vielleicht lieber lassen sollten, das Auto. Und am Ende habe ich gesagt, ja klar, also ich meine, es ist viel Geld, da muss es einfach passen. Ich meine, verkauft hättest du den auf jeden Fall, denke ich. Aber was wäre dann der Preis hinten raus gewesen wieder? Was für ein Theater, vielleicht wird dann noch irgendwas anderes mit aufgeploppt, wo irgendwie komisch ist. Oder dann zerfliegt irgendwas an der Hütte und ach, lass gut sein. USA-Importe können wir auch selber kaufen, müssen wir in die USA fliegen, kaufen einfach den Dreck selbst, auf Deutsch gesagt, und holen es rüber. Plan ist ja auch mal nach Dubai zu fliegen oder nach Japan. Da gucken, ob wir das Richtung Oktober vielleicht versuchen hinzubekommen. Die JP-Videos hast du nicht gesehen, ne? Doch. Mega, oder? Wie also JP habe ich gesehen, das war immer wieder Videos, die habe ich mir mal angeguckt. Ja, fand ich richtig gut gemacht. Ja, die waren super gemacht, fand ich filmisch, schnitttechnisch schon wieder auf allerhöchstem Niveau. Ja. Also muss man wirklich sagen, die Jungs, die in den seiner Mediaabteilung arbeiten, die sind auch wirklich ich auf... richtig Nee, aber die haben, der hat da wirklich eine krasse Crew, ne? Ja. Schon wieder viel zu viel gelabert, viel Spaß mit dem Video. Bis bald. Also wir sitzen ja eigentlich, wären jetzt nur zwei Personen aber im Fahrzeug, aber wir sitzen jetzt zu dritt im Auto. Das hat natürlich in unserem Plan etwas eingeschnitten. Ja, jetzt sitzen wir hier wie die Kleppis im Bus. Rein theoretisch wäre jetzt entweder der Willi, ich oder der Julian schon mit einem Auto, schrägstrich dem M4 auf dem Heimweg. Ja, Satz mit X, ne? Satz mit X. Wir sind jetzt alle drei auf dem Weg Richtung Heppenheim. Dort, was schauen wir uns an, Willi? Einen Seat Tarraco. Sehr gut, ganz genau. Also 2 Liter Diesel, Seat Tarraco. Ist das ein 150 PS, 2 Liter Diesel oder 190 PS? 190. Oh, perfekt. Na, das fährt wenigstens. Also 150 PS sind in der Größe zu wenig. Ja, muss ganz klar 190 PS, 2 Liter Diesel sein in dem Auto. Dann schauen wir mal, wie lange wir jetzt bis dorthin fahren. Willi, gibt es eine Zeit? Ja, wie gesagt, 1 Stunde 45 Minuten. Dann haben wir es circa 4:30, 5:00, naja, und dann noch 4,5 Stunden nach Hause. 5 Stunden. Jawohl! Ja, würde sagen, wir melden uns dann nochmal. Herr Lindner, ja, was ist jetzt? Keine Ahnung. Guck mal, ich hab hier. Wir sind noch nicht mal beim dritten Auto oder beim letzten Auto. Wo sind wir nochmal? Ich hab's schon Heppenheim. Wieder in meinen Erbsenhirn vergessen. In Heppenheim. Wir sind jetzt in Heppenheim. Wir haben gerade die Info bekommen, dass wir das Auto heute nicht mitnehmen dürfen. Kunde, was ist das schon wieder? Ich habe hier auf meinem Zettel stehen, Fahrzeug angemeldet, wird aus Leasing gekauft. Das hat er gestern auch so gesagt, ja. Da, dass wir es angemeldet mitnehmen können. Genau. Da das Auto ein Firmenfahrzeug ist, kann er es erst übergeben, wenn es aus bei der Leasing bezahlt ist. Und jetzt ist gestern nochmal eine Rate abgegangen. Und ja, das müssen wir jetzt erstmal erörtern. Okay, gut, jetzt weiß ich wenigstens den Preis. 42.000 Kilometer, 190 PS, Automatik, Erstzulassung 08/2020. Ja, Willi misst gerade mal das Auto durch. Kann ja auch mal sein, dass bei so einem jungen Fahrzeug schon mal irgendwo ein Vorschaden ist. Das müssen wir natürlich ja in unserer Preisgestaltung einkalkulieren. Ansonsten gibt es da gar nicht so viel zu erzählen. Sieht aus nach einem Exzellenz, Nesen FR. Sehr mal Josiert, Verkäufer, hallo. Hat aber die kleine Felge plus jetzt drauf. Joa. 360 Grad Kamera, ne, hab ich gesehen. Hallo Dach, was gibt's hier sonst noch? Hier hast du schon mal reingeschaut. Die wunderschönen Schalensitze, die sind beim FR Standard. Abstandstempomat. Das werden wir gleich mal sehen, wenn hier die Schlüssel da sind. Angeblich ruft uns jetzt der Mike gleich nochmal an, dass der Geschäftspartner kommen soll. Und dass wir dann irgendwie mit dem Auto dann auch später losfahren können. Aber deswegen müssen wir mal schauen, wann das sein wird. Wir sind natürlich schon ein bisschen über der Zeit. Hat es jetzt schon was gemessen? War jetzt eine Nachlackierung dran? Oder das Einzige, was uns aufgefallen ist, das müssen wir gleich mal fragen, dass halt der Tankdeckel einfach so ein bisschen gelblich aussieht.
passt jetzt irgendwie nicht ganz zum Lackbild drumherum, aber das müssen wir gleich mal fragen. Du hast vorne, also du hast ja dort eine Lackspanne von, sagen wir mal, 100 bis 150. Mhm. Ja? Die hast du auf der Motorhaube ebenfalls. War nichts über 150, ja? Nee. Also denke ich, wird das hier auch original sein. Ja, denke ich auch. Das wirkt alles sehr passend eigentlich. Ja, das ist das beste Zeichen heute, würde ich sagen. Wir können es alle mitnehmen. Wie gesagt, Taraco FR. Sieht echt cool aus innen, muss ich sagen. Ja, also mega. Der schönere VW, muss man echt sagen. Innen wie außen. Meine Meinung, hat bestimmt jeder einen anderen Geschmack, aber die Felge, da kommt eigentlich noch eine größere. Die sollten wir jetzt noch zugeschickt, oder die bekommen wir jetzt noch zugeschickt. Die ist aktuell noch eingelagert bei Seat. Da wir jetzt hier nicht vor Ort irgendwas wechseln können, schrägstrich die eingelagert sind, nehmen wir das Auto erstmal so mit. Und ja, mit dem fährt der Willi nach Hause. Ich fahre bei dir mit. Ach nee. Außer Willi will, dass ich bei ihm mitfahre. Ja, ansonsten muss ich sagen, war super nett gerade noch. Wir haben noch was zu trinken bekommen. Hier dann Wasser, weil wir wirklich hier also langsam auf der letzten Rille gegangen sind. Es wurde auch immer heißer gefühlt. Ja, ohne Scheiß. Also wirklich, hier steht auch, die Luft sind glaube ich immer noch Bahn 30 Grad. Jetzt ist die Luft raus. Jetzt geht's heim. Geht's nach Haus. Jetzt satteln wir auf und jalla Abfahrt, würde ich sagen. Das war wieder eine weitere Folge der Autogesellschaft Dresden mit einer sehr skurrilen Fahrzeugabholung, die wieder sehr durchwachsen war. Gut, macht's gut. Jungs, Ordnungsamt kommt. Es geht weiter. Die Schniedelpolizei ist da.